Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Kennst du das Gefühl, dass unsere Gebete, wir meinen, unsere Gebete gehen nur bis zur Zimmerdecke? Gott hört dich, aber du spürst, da ist etwas im Weg. Und es ist in unserem eigenen Interesse, diese Blockaden festzustellen und auszuräumen. Unser Thema heute ist offener Himmel. Und wenn wir uns so einen offenen Himmel vorstellen, haben wir meist das Bild im Kopf, das ungefähr so aussieht wie das Titelbild, das ihr gerade gesehen habt. Irgendeine Öffnung im Himmel, wo etwas herunterkommen könnte. Meistens haben wir keine Vorstellung, was da herunterkommen könnte. Wir wünschen uns einfach eine Begegnung mit der himmlischen Welt. So ungefähr, wie das Jakob erlebt hat mit der Himmelsleiter. Da stiegen Engel herauf und herunter und stellten die Verbindung zum Himmel her. Hast auch du Sehnsucht nach Gottes Herrlichkeit? Gott muss heute nicht mehr an uns vorüberziehen wie bei Mose, sondern wir sehen ihn mit den Augen unseres Herzens. Als Jesus getauft wurde von Johannes im Jordan, kam sichtbar die Taube vom Himmel auf Jesus. Und es heißt in Lukas 3, Vers 22, und der Heilige Geist in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herabstieg und eine Stimme aus dem Himmel kam. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Der Heilige Geist kam auf ihn und es war sichtbar. Als Jesus auferstanden war und diese Erde wieder verlassen hatte, kam der Heilige Geist auf diese Erde. Und zwar zu jedem Menschen, der Jesus in sein Leben aufgenommen hat. Er kam als Kommunikator, als Hilfe, als Trost, als Kraft und so weiter. Und der Heilige Geist ist unser ständiger Begleiter. Du hast den Heiligen Geist in dir, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast. Und somit hast du auch eine Verbindung zum Himmel. Die einzige Verbindung, die wir zum Himmel haben können, ist durch den Heiligen Geist. Es gibt sonst keinen Zugang zum Himmel für uns, nur der Heilige Geist. Und Johannes 16, da steht im Vers 13 bis 15, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Also das, was er im Himmel hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum sagte ich, dass er von dem Meinen nimmt und euch verkündigen wird. Also hier lesen wir, wer der Verkündiger ist, wer uns den Himmel nahe bringt, der Heilige Geist. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind eins, aber sie haben verschiedene Aufgaben. Und der Heilige Geist ist der Kommunikator, der uns die Dinge vom Himmel bringt, der sie zu uns bringt. Wir werden nichts erfahren vom Himmel, außer durch den Heiligen Geist. Der Vater und Jesus verkünden durch den Heiligen Geist. Und dadurch hast du immer
einen offenen Himmel. Du erfährst Dinge des Himmels in deinem Herzen, wenn der Heilige Geist zu dir spricht. Selbst wenn wir das Wort Gottes lesen, muss es uns der Heilige Geist offenbaren, sonst verstehen wir es nicht. Wir kennen das alle, dass beim Bibellesen ganz plötzlich ein Vers uns so richtig aufgeht. Zum Verständnis oder auch zu irgendeiner Lösung. Und das ist der Heilige Geist, der uns das offenbart. Und ich möchte das durch ein ganz einfaches Bild deutlich machen. Die Verbindung zum Himmel ist wie ein Kanal. Vom Himmel zu uns. Und unten, da sind wir, da bist du und da bin ich. Und der Heilige Geist ist diese Verbindung zum Himmel. Und durch diesen Kanal, was der Heilige Geist ist, haben wir diese Verbindung zum Himmel. Also immer einen offenen Himmel. Und in Galater 4, Vers 6, da steht: Weil ihr nun seine Kinder seid, schenkte euch Gott seinen Geist, denselben Geist, den auch der Sohn hat. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen: Abba, lieber Vater. Wir haben denselben Geist wie Jesus und somit die Verbindung zum Himmel. Und die Voraussetzung ist, die Verbindung zum Himmel muss durchgängig sein. Die Bibel berichtet uns auch von Blockaden, die uns den offenen Himmel verschließen können. Und im nächsten Bild sehen wir das. Der Kanal ist da, der uns mit dem Himmel verbindet. Doch da kann etwas sein, das den Durchfluss verstopft. Eine Blockade. Und das ist wie ein verstopfter Brunnen, der mit Erde gefüllt ist, wo wir nicht mehr an das Wasser herankommen. Wir müssen erst die Erde wieder entfernen, damit wir Wasser schöpfen können. Und Jesus sagt: Ich bin die Quelle des Lebens. Und wenn kein Zugang mehr da ist zu der Quelle, dann nützt es uns nichts. Und kennst du das Gefühl, dass unsere Gebete, wir meinen, unsere Gebete gehen nur bis zur Zimmerdecke? Es geht nicht weiter und es geht nicht weiter. Und wir denken, es kommt einfach nicht durch. Gott hört dich, aber du spürst, da ist etwas im Weg. Der Heilige Geist ist da, Jesus ist da, der Vater ist da, aber der Durchfluss von oben ist gestört. Jeder von uns ist angewiesen auf diesen Durchfluss. Und wir müssen hören, verstehen und auch empfangen. Und das können wir nur, wenn dieser Kanal des Heiligen Geistes offen ist. Du kannst nicht empfangen, wenn der Kanal nicht durchgängig ist. Und es ist in unserem eigenen Interesse, diese Blockaden festzustellen und auszuräumen. Für die Blockaden sind wir zuständig. Nicht der Himmel, nicht Vater oder Sohn oder der Heilige Geist. Der Himmel ist immer in Ordnung und Gott möchte immer geben. Also liegt es an uns, diesen Kanal offen zu halten. Es liegt an uns, diese Blockaden wegzunehmen, diese Blockaden einfach auszuräumen. Und die Bibel gibt uns da eindeutige Hinweise. Zum Beispiel in Galater 5, Vers 16 und 17. Darum sage ich euch, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können.
Denn eigensüchtig, wie unsere menschliche Natur ist, will sie immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Hier haben wir einen Grund, warum wir nichts empfangen können. Weil wir das Gegenteil tun, was der Geist Gottes will. Wir haben eine menschliche Natur und oft auch unseren eigenen Kopf, unsere eigenen Ideen und das manchmal auch recht selbstsüchtig. Man sagt dazu auch einen Dickkopf. Und das ist nicht immer das, was Gott von uns will, was wir da so an eigenen Ideen entwickeln. Und wenn wir unser Leben von Gottes Geist bestimmen lassen wollen, muss der Durchgang bzw. der Kanal zum Himmel frei sein. Sonst kann der Heilige Geist nicht zu uns reden. Wenn wir mit Jesus leben wollen, brauchen wir diesen offenen Himmel. Und was können noch solche Blockaden sein? Sehen wir das im nächsten Bild. Ich habe hier einiges aufgeschrieben, was die Verbindung zum Himmel stört. Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Neid, unmoralisches Leben, Unvergebenheit, das sind alles solche Blockaden, die die Verbindung zum Himmel stören. Und wenn wir uns das so ansehen, kommt uns das doch sehr bekannt vor. Jeder von uns hat schon mit solchen Dingen zu tun gehabt. Das ist unsere alte menschliche Natur, die da zum Vorschein kommt. Wenn wir mal so richtig gestresst sind und in Rage kommen. Unsere alte Natur. Und das ist nicht meine Idee, sondern das sagt uns Gottes Wort. Und wir lesen das in Galater 5, Vers 19 bis 21. Und da heißt es: Gebt ihr dagegen eurer alten menschlichen Natur nach, ist offensichtlich, wohin das führt. Zu sexueller Unmoral, einem sittenlosen und ausschweifenden Leben, zur Götzenanbetung und zu abergläubischem Vertrauen auf übersinnliche Kräfte. Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, hässliche Auseinandersetzungen, Uneinigkeit und Spaltungen bestimmen dann das Leben, ebenso wie Neid, Trunksucht, Fressgelage und ähnliche Dinge. Ich habe es schon oft gesagt und warne euch hier noch einmal, wer so lebt, wird niemals in Gottes Reich kommen. Und was ich hier besonders herausgreifen möchte, ist folgender Punkt. Zur Götzenanbetung und zu abergläubischem Vertrauen auf übersinnliche Kräfte. Das ist uns oftmals gar nicht bewusst, was das sein kann. Zu einem Götzen kann vieles sein oder werden in unserem Leben. Alles, was wir an die erste Stelle in unserem Leben stellen. Alles, was den Stellenwert vor Jesus bekommt. Das kann dein Ehepartner sein. Das kann dein Auto sein. Das kann deine Freizeit sein. Das kann irgendeine andere Beschäftigung sein, wo du deine ganze Zeit investierst und wo vor Jesus kommt. Welche Rangstellung hat Jesus in deinem Leben? Das muss sich jeder selber beantworten. Wo steht Jesus in unserem Leben? Steht er hinten an? In der Reihe, ganz hinten, kommt da zuerst das und das und das und das und dann kommt Jesus. Oder kommt in deinem Leben erst Jesus und dann das und das und das und das. Das können wir selber entscheiden.
Aberglaube und übersinnliche Kräfte. Was meine ich da? Die Frage ist immer, an wen oder was glaubst du? Woran hängt dein Glaube? Das ist eine wesentliche Frage, die wir uns immer wieder stellen können oder müssen. Wo hängt dein Glaube? An was hängt dein Glaube? Glaubst du an die Sterne, an Steine, an irgendwelche Dinge, die dich schützen sollen? An was glaubst du? Ist Jesus dein Schutz, deine Hilfe, deine Kraft? Vertraust du ihm oder wem vertraust du? Vertraust du irgendwelchen übersinnlichen Kräften, die dich schützen sollen oder was auch immer? Setzt du dein Vertrauen auf Jesus oder setzt du dein Vertrauen auf andere Dinge? Und der letzte Satz in diesem Bibelvers unterstreicht deutlich, wie gefährlich das für uns sein kann, wenn wir unser Leben an andere Dinge hängen und unser Vertrauen an andere Dinge hängen. Und da heißt es, ich habe es schon oft gesagt und warne euch hier noch einmal, wer so lebt, wird niemals in Gottes Reich kommen. Wollen wir alles aufs Spiel setzen, weil wir unserer menschlichen Natur einfach nachgeben? Wenn irgendetwas in unser Leben kommt, das uns besser erscheint, als das, was Jesus uns in seinem Wort zu bieten hat, lassen wir das dann fallen und greifen zu anderen Dingen? Setzen wir das aufs Spiel? Geben wir unserer menschlichen Natur den Vorrang? Geben wir nach? Wenn wir nachgeben, ist eindeutig die Verbindung zum Himmel blockiert. Der Himmel ist nicht mehr offen für uns. Doch wie wunderbar, es gibt eine Lösung dafür. Wir können jederzeit umkehren und alles, was uns aus unserer menschlichen Natur schwerfällt, am Kreuz abladen. Du kannst alles ans Kreuz werfen. Und wenn wir unser Vertrauen auf andere Dinge gesetzt haben als auf Jesus, dann können wir um Vergebung bitten und umkehren. Wirf alles ans Kreuz, alles, was Vorrang hat vor Jesus. Und wir dürfen um Vergebung bitten. Dafür ist Jesus gekommen. Dafür ist er ans Kreuz gegangen, damit du alles abladen kannst, damit du einen offenen Himmel hast, damit der Durchgang frei ist. Und wenn du einmal einen Fehler gemacht hast, dann bring's ans Kreuz. Dafür ist Jesus gekommen. Dafür ist er ans Kreuz gegangen. Er hat uns erlöst von dem ganzen Mist unserer menschlichen Natur. Auch jegliche Attacken des Teufels sind zunichte gemacht. Am Kreuz. Der Teufel will uns verführen und stellt uns immer wieder Dinge vor Augen, die angeblich besser helfen als Jesus. Die angeblich einfacher sind, als unser Vertrauen auf Jesus zu setzen. Dinge, die uns schneller zu dem bringen, was wir wollen. Aber auf lange Sicht wirst du damit keinen Erfolg haben. Es ist oft so, dass manche Dinge im Moment schneller helfen, kurzfristig irgendetwas Gutes an sich haben. Aber auf lange Sicht werden wir keinen Erfolg haben, weil es uns wegbringt von Jesus, weil es uns den Himmel verschließt, weil es uns Blockaden bringt in diesem Kanal des Heiligen Geistes, der zu uns reden will, in diesem Kanal, der offene Himmel für uns ist. Und damit verschließen wir ihn.
Eine schwerwiegende Blockade für einen offenen Himmel ist Unvergebenheit. Jesus kam, dass wir Vergebung bekommen können. Und warum sind wir oft so hartherzig und tragen anderen die Schuld nach, da wo wir doch vergeben sollten? Wir bekommen Vergebung am Kreuz. Und dann sind wir oft so hartherzig und vergeben unserem Nächsten nicht, weil wir denken, er hat es nicht verdient. Jesus könnte auch so denken, wir haben es nicht verdient, wir Menschen. Aber er hat es getan. Er ist ans Kreuz gegangen, damit wir Vergebung haben können, damit wir frei sind von all diesen Lasten und von all dieser Schuld. Wir binden uns bei Unvergebenheit an die Person, wenn wir nicht loslassen. Du bist ständig mit diesen Dingen behaftet. Es ist zu unserem eigenen Schaden, weil dieses negative Zeug in uns rumort. Vergebung ist nie eine Schuldfrage, sondern ein Loslassen. Wir lösen uns von diesem Druck. Und es dient zu unserer Freiheit. Jesus war auch nicht schuld am Kreuz und er hat uns trotzdem vergeben. Er hat alles auf sich genommen, damit wir frei werden können. Hast du einen offenen Himmel? Wie wir wissen, stehen alle Schätze des Himmels für uns bereit. Alles, was Jesus für uns erwirkt hat am Kreuz von Golgatha. Und in 1. Johannes 3, Vers 21 und 22, da lesen wir: Geliebte, wenn das Herz uns nicht verurteilt, haben wir Freimütigkeit zu Gott. Und was immer wir bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. Wenn wir so leben, haben wir einen offenen Himmel. Wir kommen mit Freimut und Glauben, ohne schlechtes Gewissen, ohne Zweifel und ohne Schuld. Der Weg ist frei zu empfangen. All das Gute, was Gott für uns bereit hat. Er hat Überfluss für uns. Und vielleicht ist es manchmal nicht so, wie du denkst, oder wie du es dir ausgemalt hast. Aber es wird immer das Beste sein für dich. Im 1. Johannes 5, Vers 14, da steht: Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Sei dir sicher, habe diese Zuversicht, dass Jesus dich hört. Alles geschieht nach seinem Plan und manchmal dauert es und wir brauchen Geduld. Es kommt nicht alles gleich vom Himmel, was wir uns wünschen. Das ist der Grund, warum wir manchmal denken, er hört uns nicht oder dass wir sogar aufgeben. Doch das ist nicht so. Manche Dinge müssen sich einfach entwickeln. Eine kraftvolle Verstärkung im Gebet ist, wenn wir in Einheit beten. Jesus sagt in Matthäus 18, Vers 19 und 20: Wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen werden, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Wenn wir übereinstimmen in einer Sache, ist das so eine Verstärkung, dass Gott gar nicht anders kann, als uns zu erhören. Er sagt sogar, da bin ich in ihrer Mitte.
Durch den Heiligen Geist ist er in unserer Mitte und der transportiert dieses dreifache einheitliche Gebet nach oben. Und wir sind heute mehr als drei Personen, wenn ihr alle mitbetet. Mehr als drei, die hier zusammen beten. Wichtig ist, dass wir einen offenen Himmel haben. Einen Kanal nach oben, in dem keine Blockaden sind. Und das möchte ich dir heute mitgeben, dass du so einen Kanal hast, dass du bestrebt bist, diesen Kanal zu haben, alles auszuräumen, dass du einen offenen Himmel hast und dass du wirklich mit dem Himmel in Verbindung bist. Amen. Unser Geschenk an Sie. Alle Sendungen dieses Monats auf einer DVD, inklusive der Sendung von heute. Melden Sie sich telefonisch oder online und wir schicken Ihnen die DVD Ende des Monats kostenlos zu. Hol dir unser Magazin nach Hause, natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.